Herzlich willkommen zu einem Spezialreport hier auf Tele 1. Der Niklaus von Flüe, oder anders gesagt, der Bruder Klaus, ist vor genau 600 Jahren im Flüeli zu Obwalden auf die Welt gekommen, war Bergbauer und hat sich später im Leben als Einsiedler verschrieben. Er gilt als Schutzpatron der Schweiz und ist 1947 heilig gesprochen worden. In den nächsten 25 Minuten zeigen wir Ihnen einen Report aus dem Jahr 1999, wo es um das Wunder von Waldenburg geht, im Kriegsjahr 1940. Ist die Hand am Himmel, die man damals gesehen hat, die war vom Bruder Klaus? Ist darum die Schweiz vom Krieg verschont geblieben? Der Film versucht genau diese Fragen zu beantworten. Ich wünsche viel Vergnügen. Mai 1940. In Europa herrscht Angst und Schrecken. Erst ein halbes Jahr ist es her, als deutsche Truppen in Polen einmarschiert sind. Die Schweiz, das kleine neutrale Land im Herzen Europas, ist von kriegsbeteiligten Ländern umgeben. Die Angst, in den Weltkrieg hineingezogen zu werden, ist groß. Die Gemeinde Waldenburg im Kanton Basel-Land. Nur wenige Kilometer ist es bis zur deutschen Grenze. Die Einwohner rechnen, dass jederzeit deutsche Truppen einmarschieren könnten. Es ist der Pfingstmontag, 13. Mai 1940, am Abend kurz nach 21 Uhr. Die Bevölkerung von Waldenburg wird Zeuge einer mysteriösen Erscheinung am Himmel. Eine Hand soll sich aus den Wolken hervorgetan haben. Hans Haas wurde als Kind Zeuge dieser Erscheinung. Ja, es war weiss, hinter so wie metallig und die Handfläche nach unten. Und es hat also wirklich wie eine richtige Hand ausgesehen. Nicht so ungefähr, also etwas halbes. Es war also eine richtige Hand gewesen. Die Erscheinung blieb Hans Haas sein Leben lang in Erinnerung. Er war 12 Jahre alt, als es passierte. Damals beobachtete er während Tagen die Lastwagen mit den Truppen, die Waldenburg täglich durchquerten. Soldaten auf dem Weg an die Nordgrenze. Ja, ich habe hier aus dem Fenster raus geschaut und habe geschaut, wie viel Militär es hier die Strasse abgegangen ist. Und danach habe ich gedacht, ich will ein bisschen näher schauen und bin dann raus. Und als ich raus bin, habe ich gesehen, dass da oben ein Gebilde ist, eine Hand. Einen Moment, den Hans Haas stark geprägt hat. Auch Soldaten melden, sie hätten die wunderbare Erscheinung am Himmel gesehen. Einer von ihnen ist Oberst Pfenninger, Strafrechtsprofessor an der Universität Zürich und Grossrichter der Militärjustiz. Er war im Mai 1940 im Aktivdienst im Kanton Basel-Land stationiert. Allen erzählt er von der wunderbaren Erscheinung von Waldenburg. Er habe sogar beim legendären Rütli-Rapport von General Gison den Eid ablegen müssen, dass er die Wahrheit sagt. Anna Bachmann hat in späteren Jahren als Pflegerin Oberst Pfenninger betreut. Der Professor Pfenninger hat mir erzählt, dass sie in Waldenburg dort haben sie Dienst gemacht und haben die Hand gesehen. Und dann haben sie den Befehl bekommen, für, auf die Rütliwiese den Reit abzudecken beim General Gisan. Und also von dem Bruder Klaus, sie die Hand vom Bruder Klaus gesehen haben. Die Nachricht aus Waldenburg verbreitet sich wie ein Lauffeuer.
Nur vier Tage später, am Freitag nach Pfingsten, am 17. Mai 1940, berichtet das Basler Volksblatt: Leute erzählen, Soldaten hätten dieser Tage in den Lüften zwei verklärte Hände beobachtet. Wir untersuchen nicht, ob die Geschichte auf Wahrheit oder Täuschung beruht. Wenn ja, dann hält Bruder Klaus wie vor 450 Jahren seine heiligen Hände schützend vor das Schweizerland. Die Legende vom heiligen Bruder Klaus, Landesvater der Eidgenossenschaft, der schützend seine Hände über die Schweiz ausbreitet, ist damit geboren. Wer aber ist dieser Bruder Klaus und weshalb bringt man ihn mit der Erscheinung von Waldenburg in Verbindung? Niklaus von Flüe wird von Katholiken und Protestanten gleichsam verehrt. Jährlich reisen tausende Pilger aus der ganzen Schweiz und dem Ausland an seine Geburts- und Wirkungsstätte im Kanton Obwalden. Das selbstlose und außergewöhnliche Leben des Emeriten fasziniert bis heute Gläubige weltweit. Niklaus von Flüe hat als Bauer, Richter, Ratsherr, Familienvater und späterer Einsiedler ein außergewöhnliches Ansehen genossen. Er hat den Eidgenossen damals geholfen, wie sie ihre inneren Zwistigkeiten überwinden konnten. Und zwar im Einander gehorchen. Das war seine grosse Leistung. Dank der Leistung von Bruder Klaus zu Lebzeiten als Friedensstifter und gerechter, ehrenvoller Bürger wurde er zum Schutzpatron der Schweiz. Er hat den Frieden in sich hinein gehabt. Er hat den Frieden zwischen Gott und der Welt gesucht und gefunden. Und das hat natürlich eine Ausstrahlung gehabt. Und das hat irgendwie in die damalige Eidgenossenschaft eingewirkt. Er hat uns gerettet und dann ist eigentlich sein Ruf als Friedensstifter so begründet worden. Immer in der Geschichte der Schweiz haben Gläubige in Zeiten der Not zu Niklaus von Flüe gebetet. So auch während den beiden Weltkriegen. Dass natürlich jetzt einmal eine ganz spezielle Bedrohungssituation entstanden ist im Ersten Weltkrieg und dann erst recht im Zweiten Weltkrieg, da hat man natürlich wieder eigentlich die Hilfen hervorgeholt, die unterbewusst oder bewusst im Volk waren. Gläubige haben sich zur Zeit der Erscheinung 1940 gefragt, wieso Bruder Klaus ausgerechnet in Waldenburg erschienen sein soll. Das Städtchen zählte fast nur Protestanten. Zwischen Niklaus von Flüe und Waldenburg gibt es eine besondere Beziehung. 1467 hat Niklaus von Flüe seine Familie verlassen. Er folgte dem Ruf Gottes und nahm die Pilgerreise aus der Innerschweiz ins Elsass auf sich. Der Überlieferung nach soll er zusammen mit seiner Frau Dorothea lange mit diesem schwierigen Entscheid gerungen haben. Als Pilger reiste Niklaus von Flüe Richtung Liestal. Er überquerte den Hauenstein und passierte das Dorf Waldenburg. Vor Liestal wird er von einer göttlichen Vision überrascht. Er hat das Städtchen Liestal in einem roten Licht gesehen. Das hat ihn aufmerksam gemacht. Er ist zu einem Bauer gegangen und hat dort seine Absicht mit dem Bauer besprochen. Der hat ihm abgeraten, er soll heimgehen. Im Elsass sind die Eidgenossen nicht besonders beliebt. Und dann hat er in der Nacht nochmals ein Erlebnis gehabt, dass ein Lichtglanz in sein Leib eingedrungen sei und ihm starke Schmerzen verursacht habe. Das hat ihn bewogen, seinen Entschluss zu ändern. Die schützende Hand am Himmel von Waldenburg erschien genau an dem Ort, wo das Leben des Niklaus von Flüe eine entscheidende Wende nahm. Die Nachricht der wunderbaren Erscheinung von Waldenburg dringt bis nach Sachsen vor. Der damalige Bruder Klaus Kaplan Werner Durer fährt darauf direkt nach Waldenburg. Dort befragt er 15 Zeugen. Feinsäuberlich protokolliert Werner Durer die Zeugenaussagen und lässt sie unterschreiben. Nur einer der Zeugen ist Katholike, alle anderen sind Protestanten. Ich sah ganz klar eine Hand, der Himmel war klar. Es war keine Wolke, signiert Hans Rohrer. Ich war beim Casino, da rief Mutter, wir sollen schauen. Ich sah eine ganz klare Hand am Himmel, ganz groß. Signiert Ruth Müller. Ich war im Schloss oben. Plötzlich fiel mir am Himmel beim Mond eine Hand auf, ganz deutlich 5 Finger. Die Handfläche war nach unten, Richtung Fricktal, Laufenburg. Signiert Richner Rudolf.
Kaplan Werner Durr ist nach Abschluss der Untersuchung überzeugt. Die Erscheinung war weder eine Wolke noch eine optische Täuschung. So schreibt er in seinem Schlussbericht. Nach dem denkbar kritischen Vorgehen und nach genauer Kenntnis der Sachlage, nach persönlicher Fühlungnahme mit den Zeugen und dem vollen Bewusstsein meiner Verantwortung, nach reiflicher Überlegung und unterstützt vom Gebete vieler, wage ich es, soweit mir in dieser Frage ein Urteil zusteht, für die Echtheit dieser Erscheinung einzustehen. Werner Durer schickt seinen Rapport mit allen Zeugenaussagen an den Bischof von Chur. Doch der Bischof ist skeptisch. Er will das Ereignis nicht vom Vatikan untersuchen lassen, obwohl sich die Schweizer Katholiken zu jener Zeit bemühen, dass Landesvater Niklaus von Flüe heilig gesprochen wird. Die Kirche ist immer zurückhaltend, wenn es um solche Sachen geht. Wie sie sich sagt, man kann etwas, das persönlich erlebt und empfunden worden ist, nicht gleich behaupten, es wie wegen meiner physikalischen Tatsache. Nicht nur in Waldenburg erlebte man am 13. Mai 1940 eine wunderbare Erscheinung. Auch im aargauischen Möhlin kam es zu ähnlichen Beobachtungen. Es ist abends um 20 Uhr. Die 16-jährige Marta Brogli ist auf dem Nachhauseweg. An dem Pfingstmäntig musste ich in die Käserei gehen und im Nachbarn seine Milch mitnehmen. Und der war ein bisschen spät dran. Und dann war es schon fast vor 8 Uhr, als ich endlich gehen konnte. Und als ich ein paar Jahre weit war, etwa 100 Meter, gelaufen war, habe ich in den Himmel geschaut und habe am schönen blauen Himmel so eine Gestalt gesehen. Es ist halt da, wo ich sehe, dass es eine Wolke ist, aber es war einfach eine richtige Gestalt mit allen Umrissen. Ja, zuerst habe ich gedacht, das sei der Heiland, sei also Jesus. Und nachher habe ich gedacht, nein, das ist der Bruder Klaus. Und der hat den wegen der Hand rausgehabt, wenn er will. Die Schweiz schützen, so hat er gerade die rechte Hand oder den rechten Arm hat er gerade gegen die Schweiz geschützt. Marta Brogli hat lange Zeit über dieses Erlebnis geschwiegen. Zu gross war ihre Enttäuschung, als sie gleich nach den Beobachtungen den Dorfpfarrer informierte und der ihr nicht glauben wollte. Am anderen Tag kam der Pfarrer zu der Mutter gekommen und dann habe ich mir das gesagt. Ich habe es daheim schon erzählt, als ich es vorher gesehen habe. Und sie haben natürlich nicht gross herumgeschaut, oder? Und dann habe ich es dem Pfarrer erzählt und er hat gesagt, ja, du spinnst, du bildest dir das ein. Von dort habe ich niemandem mehr etwas gesagt. Die Schilderungen aus Waldenburg und Möhlin waren keine Einzelfälle. Angeblich soll es zur gleichen Zeit in anderen Regionen der Schweiz zu ähnlichen Erscheinungen gekommen sein, unter anderem im aargauischen Mellingen und im bündnerischen St. Moritz. Auf die Zeugen der Erscheinungen hatte das Erlebte eine beruhigende Wirkung. Er hat gesagt, also wir müssen gehen. Evakuieren. Wir müssen uns einteilt haben. Meine Mutter war eben derzeit schon schwer krank. Sie ist nachher im Frühling 41 ist sie nachher gestorben. Und da hat sie immer gesagt, ich kann doch in die Furt, ich kann doch nicht auf einem Wagen sitzen und fortgehen. Das geht nicht. Dann habe ich gesagt, du musst keine Angst haben, wir müssen die Furt, der Bruder Klaus wird uns beschützen. Es ist irgendwie eine Beruhigung ist über einem gekommen. Man hat doch Angst gehabt, am selben Abend. Wo man gewusst hat, wie es in der Grenze unten ist, dass die Deutschen wieder kommen. Hoffnung in einer Zeit der grössten Angst. Am Pfingstsamstag, 11. Mai 1940, befahl der Bundesrat die zweite Generalmobilmachung. Einen Tag später erklärte Reichspropagandaminister Josef Goebbels, dass es innerhalb von 48 Stunden keine neutralen Staaten mehr in Europa geben werde. Armee und Bundesrat waren in Alarmbereitschaft. Der Generalstab erwartete einen Angriff in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai. Allein in Basel flüchteten aus Furcht vor einem deutschen Angriff 30'000 Personen in die Zentralschweiz. Auch Gerüchte, ein Teil der Armeeführung und des Bundesrats wolle mit Deutschland kooperieren, machten die Runde. Während dieser Bedrohung beteten viele Schweizerinnen und Schweizer intensiv zu Gott.
unter ihnen Matthias Graf. Im Mai 1940 leistete er im St. Gallischen Kaltbrunn als Füsilier Aktivdienst. Ein paar Monate später trat er ins Kloster Einsiedeln ein. Von 1982 bis kurz vor seinem Tod 1998 war er als Pfarrvikar im schweizerischen Benau tätig. Mein Bruder, der Pater Matthias, hat den Bruder Klaus sehr verehrt. Wahrscheinlich schon von Kind auf, weil die Mutter auch eine Verehrerin war vom Bruder Klaus. Pater Matthias Graf war überzeugt, dass die Schweiz nur dank göttlicher Hilfe von den Truppen Hitlers verschont geblieben ist. Er war im Aktivdienst und er hat das Vaterland natürlich sehr gern gehabt. Und die Erscheinung dort im Waldenburger Tal hat ihn sehr beschäftigt und ist auch dem nachgegangen. Und er hat das wirklich geglaubt, dass das passiert ist. Pater Matthias besuchte Zeugen von Bruder Klaus Erscheinungen und sprach auch mit ehemaligen deutschen Soldaten. Die Nacht, wo die Deutschen die Schweiz angreifen wollten. Er ist hier in Kaltbrunn im Sterne als Wachtstellvertreter gewesen und hat das Telefon abgenommen in der Nacht. Allgemeine Bereitschaft, eben der Hitler will kommen. Und das hat ihn sehr beschäftigt. Pater Matthias verfasste mehrere Schriften zum Thema Schweiz und Zweiter Weltkrieg. Er hielt Vorträge. Das Nachrichtenmagazin Facts widmete ihm einen ausführlichen Artikel. In seiner Publikation «Was rettet heute unsere Heimat?» listete Pater Matthias 11 Punkte auf, die beweisen sollten, dass Hitler die Schweiz angreifen wollte. Die offizielle Geschichtsschreibung verneint diese Theorie. Er gelangte deshalb an Walter Schaufelberger, Professor für Militärgeschichte. Ich war bei ihm, nachdem er mir die Broschüren über den Bruder Klaus geschrieben hat. Und dann haben wir bei ihm im Pfarrhaus in Benau haben wir darüber diskutiert. Er ist mir vorgekommen als besorgte, sehr besorgte Schweizer Patriot, der keine Freude hatte an den Entwicklungen in unserer Gesellschaft, an der Abwertung vom Heimgefühl und auch im religiösen Bereich. Und hat da ein Signal setzen mit diesen Schriften über den Bruder Klaus. Und ich hätte ihm helfen sollen, aber als Wissenschaftler, als kritischer Wissenschaftler, habe ich das leider nicht können und das war fast ein bisschen traurig. Deutscher Truppenaufmarsch entlang des Rheins, Streitkräfte im Schwarzwald, Beweise für Pater Matthias, dass ein Einmarsch in die Schweiz geplant war. Ein ehemaliger Wehrmachtssoldat soll ihm das sogar schriftlich bestätigt haben. Unsere bayerische Division 167 stand in der Nähe von Lörrach in Bereitschaft. In der Nacht vom 13. auf den 14. Mai war der Einsatz geplant, erfolgte jedoch überraschenderweise nicht. Die Nordschweiz sollte überrannt werden. Durch das unbekannte Wunder blieb das aus. Verfasst hat diesen Brief Franz Fuchs. Als Sanitätssoldat der Wehrmacht war er 1940 an der Grenze zur Schweiz am Südhang des Schwarzwaldes stationiert. In diesem Pflegeheim im österreichischen Linz erzählte er davon. Und es wurde uns damals gesagt, Alarm, Alarmbereitschaft, kein Probealarm, sondern echter Alarm, also vollkommene Bereitschaft, dass man schnell zum Einsatz bereit ist. Es geht Richtung Schweiz, Richtung Lörrach, heute Nacht. Das haben wir zur Kenntnis genommen, uns hat nichts gewundert, habe auch keine Angst gehabt. Und dann habe ich mich sehr gewundert. Es verging die Nacht, es kam der Morgen und habe dann gefragt, ja, was war los? War ja nichts. Ja, der Befehl vom Führer wurde zurückgenommen. Es hat sich etwas geändert. Die Fahrzeugmotoren seien nicht angesprungen, da haben es die deutschen Truppen mit der Angst zu tun bekommen und den Angriff abgebrochen, will Franz Fuchs damals gehört haben. Man hatte ja die Motore, also überprüft,
Ölwechsel gemacht und alles Mögliche versucht, aber es hat nichts geholfen. Die sind einfach nicht eingesprungen. Aber dann haben sie sich entschlossen, also rückwärts zu fahren. Dann hat alles funktioniert. Die Technik hat wieder funktioniert, als der Befehl gekommen ist, rückwärts zu marschieren. Auch von den deutschen Soldaten innerhalb der Grenze soll am 13. Mai 1940 wie in Waldenburg eine Hand am Himmel gesehen worden sein. Von Kameraden aus unserer Division, Infanteriedivision, von manchen habe ich erfahren, dass die Hand Bruder Klaus gesehen wurde, die eine Abwehrstellung eingenommen hat. Und was haben dann diese Kameraden gedacht? Fromme Kameraden haben auch an die Macht des Himmels geglaubt. An die Rettung der Schweiz durch Bruder Klaus. Fromme Kameraden. Aber es waren nicht alle fromm. Für die anderen war es rätselhaft. Rätselhaft bleiben die Ereignisse von Pfingsten 1940 bis heute. Für die offizielle Geschichtsschreibung ist klar, dass es nie konkrete Pläne gab, dass Hitler-Deutschland die Schweiz angreifen wollte. Für Pater Matthias Graf überwogen aber die Zeichen, die genau auf einen solchen Angriffsplan hindeuteten. Der Pater Matthias Graf zählt eine Reihe von Sachen auf, also beispielsweise, dass Diplomaten gesagt haben, die Schweiz werde in den nächsten Tagen verschwinden, es gibt keine Schweiz mehr. Seit es seien Geschützstellungen gesehen worden auf der anderen Seite vom Rhein und so weiter. Das stimmt alles. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das Bestandteil ist vom deutschen Täuschungsplan im Rahmen vom Operationsplan Gel, vom Angriffsplan gegen Frankreich. Ein Täuschungsplan, wo die Schweiz hat wollte suggerieren, sie werde angegriffen, damit die Schweiz das den Franzosen weitergibt und die Franzosen ihre Reserven dann nicht nach Norden verschieben, wo die Deutschen tatsächlich angegriffen haben. Der Täuschungsplan umfasst alle Ebenen, strategische Ebene, also Drohungen von Goebbels beispielsweise, Drohungen von Redaktionen, von deutschen Redaktionen und Diplomaten, der operative Bereich, der ganze Aufmarsch im Schwarzwald mit allen Schikanen und der taktische Bereich, also Vorbereitungen von Geschützstellungen, Rekognoszierungen für Panzer, Vorbereitung von Flussübergängen, Bereitstellung von Material und Üben von Flussübergängen in Konstanz beispielsweise. Das haben wir alles gesehen und wir sind voll überzeugt, unser Nachrichtendienst, wie der Französische auch, der Angriff steht unmittelbar bevor. Höhepunkt von dem Täuschungsplan, 13. 14. Mai, also genau dann, wo die Hand über dem Waldenburger Tal erschienen ist. Auch wenn es nur ein Täuschungsplan von Deutschland war, für den Militärhistoriker steht fest. Die Schweiz war meiner Meinung nach sehr stark bedroht. Im Gegensatz zu der Meinung des Bergier-Berichts, der uns ja jetzt im Moment beschäftigt. Sie war bedroht, objektiv bedroht, durch eine ganze Reihe von Gründen, die Hitler hatte, sie anzugreifen. Weltanschauliche, staatsauffassungsmässige, politische, wirtschaftliche Gründe, die er hatte. Und bei seiner Unberechenbarkeit hat man nie gewusst, wenn das akut wird. Und sie ist auch, und das ist fast noch wichtiger im Zusammenhang mit der Bedrohungsfrage, subjektiv bedroht, indem viele von uns Angst und Sorge haben vor einem unmittelbaren Einmarsch von den Deutschen. Ein kleines Geschichtli aus meinem Elternhaus. Mein Vater war Justizoffizier, hat Todesurteil beantragt gegen deutsche Landesverräter und Drohbrief bekommen aus dem Reichssicherheitsamt in Berlin. Er werde einer der Ersten sein, der standrechtlich erschossen werde, wenn sie einmarschiert sagen. Und da kann man doch weiss Gott nicht sagen, die Schweiz sei nicht bedroht. Was bewahrte die Schweiz im Zweiten Weltkrieg vor einem Angriff? War es der militärische Widerstand, die Neutralität? Waren es die Banken und ihre Geschäfte mit den Kriegsländern? Oder war es eine höhere Kraft? Die Frage beschäftigt auch Jahrzehnte nach Kriegsende. Die Schweiz ist aus verschiedenen Gründen verschont geblieben. Für mich steht im Vordergrund der Widerstandswille, also die geistige Bereitschaft, sich zu wehren für das Land.
und militärische Möglichkeit, das auch zu können. Indem für die Deutschen wäre ja das Wichtigste gewesen, die Alpentransversale nach Italien militärisch. Und die wären in die Luft geflogen. Der Gotthard und der Simplon wären in die Luft geflogen. Und dann war für die Deutschen im Grunde nicht interessant gewesen. Wirtschaftlich unsere Leistungen, die wir für die deutsche Kriegswirtschaft nolens volens haben müssen erbringen. Es ist interessant, bis vor kurzem haben die militärischen Argumente überwogen und jetzt überwiegen die wirtschaftlichen. Und beides stimmt nicht ganz. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und dann kommt natürlich noch das andere. Das sind unsere Anstrengungen, aber die hätten nicht gelangt. Es war ein Wunder gewesen, dass wir verschont geblieben sind. Und das Wunder verdanken wir außer unseren eigenen Anstrengungen, der Vorsehung und der Bruder Klaus, ist für mich eigentlich Sinnbild von der Vorsehung, wo ihre schützende Hand über unser Land gehalten hat. Die schützende Hand von Waldenburg. Im Melchtal im Kanton Obwalden erinnert heute ein Gemälde daran. Niklaus von Flüe wurde am 15. Mai 1947 heilig gesprochen.